Einen schönen guten Morgen, liebe Freunde, liebe Geschwister. Heute am Dienstag, den 6. Dezember. Ja, der 6. Dezember. Hast du deine Schuhe schon rausgestellt? Das habe ich letztes Jahr gemacht. Da waren sie weg. Nein, das war ein Scherz. Sechster Dezember wird allgemein als nicht gesetzlicher Feiertag geachtet, aber er hat in der biblischen Geschichte keine Bedeutung. Er ist eine Erfindung von Menschen, die immer wieder das Geschäft im Hinterkopf hatten. Ostern, das ganze Ostergeschäft. Valentinstag für die Gärtner. Und so sind diese Festlichkeiten, wenn man sie genau überprüft, niemals in der Bibel zu finden. Und solange wir es nicht in der Bibel finden, ist es eigentlich für mich nicht wichtig. Aber was wichtig ist, ist, dass wir Gottes Wort verkündigen. Der Text, über den ich heute nachdenken möchte mit euch, finden wir in Lukas Kapitel 15, 1 und 2. Dieser nimmt die Sünde an. Es nahten aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Das haben wir ja gestern schon gesagt, um ihn zu hören. Und was geschah dann? Was wollte der Heilige Gottes mit ihnen denn tun? Was geschah? Wollte er überhaupt etwas mit ihnen zu tun haben? Ja, er wollte. Ja, er wollte. Er stieß sie nicht von sich, sondern nahm sie bußfertigen Sünder an. Es ist bis heute so, wie der Dichter sagt, Jeschua nimmt die Sünder an, saget doch dies Trostwort allen, welche von der rechten Bahn auf verkehrten Weg verfallen. Hier ist, was sie retten kann. Jeschua nimmt die Sünder an. Das wiederum verstanden die frommen Pharisäer nicht. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen. Sie hatten damit nichts Verkehrtes gesagt, nein. Sie sagten die volle Wahrheit. Denken wir nun an den Oberzöllner Zachäus, der auf den Baum stieg, um Jeschua sehen zu können. Dieser Mann, der war sein altes Leben leid geworden und er war in einem Leben in Reichtum und Wohlstand gewesen. Aber das war nur äußerlich. Innerlich verkümmerte seine Seele. Und deshalb suchte er Jeschua. Und schämte sich bei ihm noch nicht einmal, als erwachsener Mann auf einen Baum zu steigen, um ihn zu sehen. Und die Bibel sagt uns dazu, und er suchte Jeschua zu sehen. Er kämpfte darum. Er wollte wissen, wer er wäre. Und er vermochte es nicht vor dieser großen Volksmenge, denn er war doch ein kleiner Mann. Klein von Gestalt. Und er lief voraus
Entschuldigung. Und stieg auf den Maulbeerbaum, oder besser Maulbeerfeigenbaum, auf dass er ihn sähe. Denn er sollte zu daselbst durchkommen. Und als er an den Ort kam, sah Jeschua auf und erblickte ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steig herunter, denn heute muss ich in deinem Hause einkehren und bleiben. Und er stieg eilends hernieder und nahm ihn auf mit Freuden. Und dann brachte dieser Mann sein Leben vor Gott und Menschen in Ordnung. Ja, er hatte Geld durch falsche Anklage verdient. Doch nun gab er es zu und wollte es wieder erstatten, denn ein reines Gewissen war ihm lieber als der Druck der unredlich gewordenen Gewinnes. Welch eine Lebensveränderung! Solche Veränderungen gibt es auch heute noch. Auch du darfst dein Leben vor Gott jetzt in Ordnung bringen. Vor Gott und den Menschen. Wer mit der richtigen inneren Haltung auf Jeschua zugeht, den nimmt er an und vergibt ihm alle seine Sünden. Hier ist die Chance eines wirklichen Neuanfangs, hier bei Jeschua. Beugen wir uns doch zu diesem Jeschua herunter. Willst du das mit mir tun? Dann liegen wir schon falsch. Und wir können uns nicht zu Jeschua herunterbeugen. Er beugt sich zu uns. Und wir dürfen zu Jeschua aufschauen. Wir dürfen uns beugen vor ihm und seine Gnade erbitten. Vergib uns, wo wir gesündigt haben. Reinige uns durch dein Blut. Und dort, wo Jeschua anfängt zu wirken in einem Menschenherzen, kann man erkennen und sehen, wie der Mensch beginnt, aus Freude und Liebe zu Jeschua sein Leben in Ordnung zu bringen. An einer anderen Stelle heißt es, Gestohlenes wiedergeben. Manches haben wir nicht mehr, was gestohlen ist. Lügen können wir nicht mehr gut machen, weil derjenige verstorben ist. Ich denke aber, dort, wo Menschen noch leben und wir etwas in Ordnung bringen können, sollten wir es tun. Wo wir es nicht mehr können, den Herrn einfach bitten. Ja, wir mögen euch segnen heute und bewahren auf euren Wegen. Amen.